Leute, wenn ich euch frage, wer von der Leyen ist, was würde euch einfallen? Vielleicht diese eine dystopische Szene aus der Pandemie? Vielleicht seid ihr so alt wie ich und kennt sie noch unter dem Namen Flinten-Uschi. Wer noch älter ist, der kennt doch Zensursula. Wenige wissen, dass ihr zweiter Name Gertrud ist. Und wer von euch Forbes liest, der weiß, wer sie heute ist. The world's most powerful woman. Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Für Martin Sonneborn ist klar, Europa nicht den Leyen überlassen. Was hat sie getan, um so viele Namen zu bekommen und wie ist sie so mächtig geworden? This is Europe's Man on the Moon Moment. So hat es von der Leyen bei der Ankündigung bezeichnet. Und bis zu 1 Billion Euro fließen, um Europa bis 2025 klimaneutral zu machen. Viel Verantwortung und viel Macht also. Ausgerechnet für die Frau, über die es noch vor einigen Jahren hieß, von der Leyen und die Berateraffäre, faktisches Komplettversagen. Das war noch als Verteidigungsministerin und es ging um millionenschwere Beraterverträge und gelöschte Handydaten. Als EU-Kommissionspräsidentin dann wieder so ein Fall. Impfstoffbestellung, Ursula von der Leyen unter Korruptionsverdacht. Wieder geht's ums Handy. Wieder wird vermutet, dass man auf dem Handy belastende oder entlastende Informationen finden könnte. Und wieder werden keine hilfreichen Daten von der Leyen rausgerückt. Sass. Jetzt will sie wieder Kommissionspräsidentin werden. Sie ist die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, also quasi CDU Goes Europe. Es ist also höchste Zeit, nochmal genauer hinzuschauen, wer da in der Schaltzentrale Europas bleiben will. Und weil es so umfangreich ist, haben wir gleich 2 Videos daraus gemacht. Los geht's heute mit dem ersten Teil. Schauen wir ganz genau auf die mächtigste Frau Europas, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Mensch, wir haben echt schon lange keinen Exposed mehr gemacht, oder? Es wird mal wieder Zeit. Zuerst aber noch ganz kurz von mir. Danke, dass ihr euch das letzte Video angesehen habt. Wisst ihr, das ist bei Themen wie KI immer relativ schwierig, den Zuschauenden das irgendwie schmackhaft zu machen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Clickbait. Der Titel, der macht im Kontext des Videos Sinn, aber er suggeriert vorher irgendwie Gossip. Ich hätte niemals 300.000 Menschen dazu gebracht, sich mit KI auseinanderzusetzen, wenn ich das so formuliert habe. Hier in diesem Video geht's um KI. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Genau wie das Video davor. 350.000 für Medienphilosophie. Obwohl es nach außen erst wie Gossip aussah. Das ist leider meine Erfahrung aus fast 1000 Videos allein auf diesem Kanal hier. It ain't stupid if it works. Und ihr wisst ja, egal wie cheesy es nach außen aussieht, da steckt was ganz anderes dahinter. Danke für euer Vertrauen und eure Treue. Appreciate it. Achso, und wenn ihr jetzt hier sowieso mit mir abhängt, dann könnt ihr den Kanal auch abonnieren, oder? Also ich meine, wir sind so knapp an der 600.000 dran. Sollen wir das nicht mal knacken? Kriegt man das hin? Funktioniert das, wenn ich jetzt einfach sage, lass doch mal die 600.000 knacken und wir knacken das? So, jetzt geht's aber los. Und bevor wir zu Ursula kommen, müssen wir noch über jemand anderen sprechen. Rose Ladson. Hä? Was ist das für ein Name? Der klingt mega ausgedacht, ey. Unter diesem Namen studierte in London der 70er Jahre niemand Geringeres als Ursula von der Leyen. Angelehnt ist dieser Name wohl an ihre Großmutter. Rose übrigens, weil sie damals von ihren Freunden Little Rose genannt wurde. Und mit Freunden meine ich die Leute, mit denen sie auf Punkkonzerten abhing. Mehr als wohl im Studium. Aber wieso sollte Little Rose anonym in London studieren? Naja, ihr Vater war Ministerpräsident von Niedersachsen und sie musste unter Pseudonym studieren, da es konkrete Hinweise auf eine Gefährdung durch die RAF gab. Schon wild, oder? Eine Familie direkt mit dem Zeitgeschehen verbunden. Dass Ursula von der Leyen selbst in die Politik geht, das wird erst spät klar. Aber sie hat auch gute Gründe, diesem Leben lange fern zu bleiben. 7 davon. Na, also Kinder. Aber auch ein Medizinstudium, Ärztin sein, ein Ehemann, der als Medizinprofessor und Unternehmer, jetzt schätze ich mal, auch einen vollen Stundenplan hat. Und um genau zu sein, lebten sie sogar ein paar Jahre in Stanford in Kalifornien, wo von der Leyen wohl auch Gasthörerin war. Also kurzum eine internationale Familie, geistige Elite. Ohne ihr also irgendeine eigene Leistung absprechen zu wollen, sie hatte bei der Geburtslotterie schon ein bisschen Glück. Heutzutage gibt es dafür den lustigen Begriff Nepo Baby. Also sie wuchs in Brüssel auf, sie studierte, sie wurde Ärztin, Mutter und trat 1990 in die CDU ein. In dem Moment, als ihr Vater seinen Posten als Ministerpräsident von Niedersachsen verlor. Gegen so einen gewissen Gerhard Schröder. Naja, war also gutes Timing für sie. 2001 Stadträtin in
Sehende. Und von der kleinen Gemeinde ging es dann schon 2 Jahre später in den Landtag von Niedersachsen. Völlig normaler Karrieresprung. Tatsächlich war das aber vermutlich Timing. Die CDU war 13 Jahre in der Opposition. Christian Wulff machte sie zum Teil seines Schattenkabinetts und schaffte 2003 dann mit der CDU zu siegen. Und von der Leyen wurde dann gleich Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Macht fachlich auch Sinn. (lacht) 2004 wurde sie bereits Mitglied des CDU-Präsidiums und 2005 zog sie in den Bundestag ein. Na holla die Waldfee. Sie war erst Familienministerin unter Merkel, dann Arbeits- und schließlich Verteidigungsministerin. Es ist eine Karriere im absoluten Schnelldurchlauf. Sie galt als Kronprinzessin von Angela Merkel, scheiterte aber auch erstaunlich häufig mit ihrem Vorhaben, beispielsweise bei dem Versuch, Hartz IV in Basisgeld umzubenennen. Und sie war bereits damals nicht unumstritten. Es gab eine Kontroverse um Krippenplätze. Man warf ihr vor, das traditionelle Familienbild anzugreifen. Und das von jemandem aus der CDU. Das klingt jetzt irgendwie egal, aber auf der 2010er-Version ihrer Wikipedia-Seite, da sieht man noch eine Quelle verlinkt, in der darauf hingewiesen wird, dass sie damals als Start eines deutlichen Mentalitätswechsels in der CDU begriffen wurde. Was ja sogar Einfluss auf die politische Landschaft im heutigen Deutschland hätte. Ja, dann plante sie noch Minderjährige als Testkäufer zum Kauf von Tabak, Alkohol in nicht jugendfreien Spielen einzusetzen. Das war dann selbst Parteifreunden ein bisschen zu viel. Einer sagte damals, Kinder seien keine Hilfs-Sheriffs. Ja, gute Absichten gehen meistens besonders übel aus. Beispielsweise in der Geschichte, wo sie sich den Namen Zensursula einhandelte. Dabei ging es um das das Zugangserschwerungsgesetz. Ursprünglich mit der Absicht, Zugang zu kinderpornografischem Material zu erschweren, zog sie schnell den Zorn der digitalen Welt auf sich. Warum das denn? Ich meine, da kann doch nun wohl niemand ein Problem damit haben, außer er selber Kinderschänder, oder? Nicht nur, weil sie von zerfetzten Kinderkörpern und Seelen sprach und die Emotionalität der Debatte ins Unermessliche steigerte und BKA-Statistiken falsch wiedergegeben wurden. Nein, vor allen Dingen war der Ansatz auf der einen Seite überhaupt nicht effektiv, weil die Netzsperren schnell umgangen werden konnten. Ja, Erfahrungen zeigten, dass er sogar kontraproduktiv war. Nein, auch weil man diesen Vorstoß als Beginn einer Zensurpolitik empfand. Zu kritisieren war laut Heise, niemand kann kontrollieren, ob die gesperrten Seiten nach Entfernung der beanstandeten Inhalte wieder freigeschaltet werden. Ein derart undurchsichtiger, unkontrollierbarer Mechanismus ist bedenklich, weil die Sperrmaßnahmen Grundrechte wie Informationsfreiheit und allgemeine Persönlichkeitsrechte berühren. Es wurden wilde Theorien und Falschbehauptungen verbreitet. Die Kritik von Fachpresse, Juristen, Missbrauchsopfern, Opposition, Bürgerrechtlern, Vereinen und Organisationen wie dem Chaos Computer Club sah in dem Vorhaben eine populistische Wahlkampftaktik mit einer unseriösen Argumentation. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages stufte den Vorstoß als verfassungsrechtlich bedenklich ein. Ein Fazit von heise.de: Was steckt also wirklich hinter all diesen Hirngespinsten? Wenn es nicht die Bekämpfung von Kinderpornos ist, dann kann es nur um die Installation der Sperren selbst gehen. Das würde bedeuten, dass hier mit einem Vorwand eine geheime Liste eingeführt wird, die man nach und nach um weitere strafbare und unliebsame Inhalte erweitern kann. Unter dem Totschlagargument, das auch Neonazis gerne verwenden, also gegen Kinderschänder vorzugehen, Maßnahmen einzuleiten, die Rechte aller zu beschränken. Weiß nicht, Digga. Und auch hier hat sie die politische Landschaft geformt, indem der Widerstand gegen ihre Politik die Piratenpartei vorübergehend relativ groß machte. Und da wurde meiner Meinung nach schon deutlich, wie krass Ursula von der Leyen bereit war, in die Kiste der Manipulation zu greifen, um ihre politischen Ambitionen durchzudrücken. Oder ihre miserable Amtsbilanz zu übertünchen, wie man auf netzpolitik.org liest. Niemand könne Schwierigkeiten so schön weglächeln wie sie, sagten Parlamentarier 2010 über sie, als sie es nicht schaffte, erste Bundespräsidentin nach dem Rücktritt Köhlers zu werden. Ganz großes Kino. Sie wurde stattdessen etwas anderes, was bisher noch keine Frau war. Verteidigungsministerin. Und dieser Posten, der wird ja oft als Schleudersitz bezeichnet. Warum das auch bei ihr gelten sollte, das schauen wir uns gleich an. Aber vorher müssen wir uns noch eine andere Frage stellen. Ist diese Frau eigentlich vertrauenswürdig? Und woran macht man die Antwort in der deutschen Politik fest? Genau! Plagiate. Ach komm, nicht auch noch das, das muss doch jetzt wirklich nicht sein, oder? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Auch auf Dr. Med Ursula von der Leyen wurde ein genaues Auge geworfen. Jetzt muss man sagen, dass Doktorarbeiten im medizinischen Bereich meistens verhältnismäßig kurz sind. Ihre Doktorarbeit umfasste gerade einmal 62 Seiten. Zum Vergleich, meine Examensarbeit, die lag
bei mehr als dem Doppelten. Aber da ging es doch nur um sowas wie Cybermobbing. Ja, wen interessiert das schon? Jedenfalls wenig Platz, um da noch plagiieren zu müssen. Oder? Auf 43,5% aller Seiten in dieser Diss soll es Plagiate gegeben haben. So sagen es damals die Plagiatsjäger von Vroniplug. Ja, puh. Also, das klingt ziemlich viel für eine Doktorin, oder? Und doch ist sie Dr. Med geblieben. Wie kann das sein? Weil das Expertengremium keine Täuschungsabsicht erkennen konnte. Ach so, sie hat nur unabsichtlich auf 43,5% der Seiten abgeschrieben, oder wie? Von den 47 Plagiaten, die die Experten von Vroniplug Wiki in der 62-seitigen Arbeit beanstandet hatten, haben die Gutachter nur 15 verworfen, 32 wurden bestätigt, 8 davon als Plagiate mit geringer Bedeutung, 21 mit mittelstarker und 3 mit starker Bedeutung. Insgesamt hat die MHH auf knapp 20% der 62 Seiten der Arbeit Plagiate festgestellt. Aber sie durfte Doktor bleiben? Hä? Warum? Der unterschiedliche Charakter der Verstöße spreche für ein nicht systematisches Vorgehen. Zudem seien im zentralen Ergebnisteil der Arbeit keine Mängel festgestellt worden. Das Gremium fand also, sie habe zu chaotisch abgeschrieben oder halt falsch zitiert. Dass man von einer Böswilligkeit ausgehen kann und die Kernaussage war nicht so falsch, als man den Titel aberkennen müsse. Andere vermuten, die fachliche Einschätzung sei etwas getrübt worden. Ursula von der Leyen's Ehemann ist Professor und Geschäftsführer einer privaten Firma, die Arzneimittelstudien in Kooperation mit der Hochschule abwickelt. Kritiker hatten außerdem im Vorfeld die Unbefangenheit der Kommission in Frage gestellt, da von der Leyen den Vorsitzenden der Kommission aus dem ehemaligen Verein der Hochschule kenne. Ach, das sind doch alles Zufälle, meine Freunde. Aber jetzt kommen wir in die Zeit, in der die Skandale um von der Leyen so groß sind, dass sie ein eigenes Kapitel bekommen. Los geht's. Was wir im Laufe dieses Videos immer wieder feststellen werden. Von der Leyen, die hat einen problematischen Umgang mit Daten und ihrem Handy. Daten vom Handy, die einfach verschwinden. Tobias Lindner ist immer noch empört. Der Grünen-Abgeordnete fordert seit Monaten die Herausgabe der mobilen Daten von Ursula von der Leyen. Das Ministerium hatte darauf immer andere Antworten. Als Ursula Verteidigungsministerin wurde, da standen die größten Bundeswehrinvestitionen seit dem Kalten Krieg an. Außerdem hatte sie etwas vor, was für mich erstmal etwas gewagt klingt. Mein Ziel ist es, dass die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland wird. Heißt, der riesige bürokratische Beschaffungsapparat soll sich effizient erneuern und der Rest der Truppe gleich mit. Ich meine, da kann man auch ein bisschen Unterstützung von außen vertragen, oder? Also wurde die Ex-McKinsey-Unternehmensberaterin Katrin Suder Staatssekretärin. Und ja, ihr denkt es euch sicher auch gerade, was soll da denn nur schiefgehen? Von der Leyens Sohn war laut seinem LinkedIn-Profil zu diesem Zeitpunkt übrigens Berater bei McKinsey. Auch eine ihrer Töchter soll bei McKinsey gearbeitet haben. Also es gibt aber auch Zufälle. Man könnte jetzt sagen, naja, ist doch mal gut, wenn jemand sich das von außen anguckt, oder? Aber es klang dann eher so. Von der Leyen hat die Bundeswehr einem Heer von Beratern ausgeliefert. Die Beraterverträge sind damals offenbar teilweise ohne vorschriftsmäßige Ausschreibung zustande gekommen. Mit Beratergehältern von bis zu 2000 Euro pro Tag. Jahrelang waren millionenschwere Aufträge vergeben worden, ohne dass zuvor die Wirtschaftlichkeit geprüft worden war. Teilweise ohne Ausschreibung oder mithilfe anderer Tricks, um das Vergaberecht auszuhebeln. Also ging ein Untersuchungsausschuss der Frage nach, wie es zu den rechtswidrigen Auftragsvergaben an externe Berater kommen konnte. Dass im Zuge der parlamentarischen Aufklärung Handydaten gelöscht, Akten unzulässig geschwärzt oder Dateien vernichtet wurden, macht es nur noch schlimmer. Im Untersuchungsausschuss hat von der Leyen auch eingeräumt, es sind Fehler passiert. Meine Güte, Fehler passieren mal. Es ging ja aber nicht darum, ein paar Millionen verschüsselt zu haben. Die sind auch dann weg, wenn mal ein Leopard 2 vom Anhänger fällt. Es ging darum, ob Beraterfirmen bewusst viel zu viel Geld zugeschachert wurde. Auch eine große Rolle spielte dabei die Industrieanlagenbetriebsgesellschaft, kurz IABG. Und da sind dann so lustige Sachen passiert wie in einem Fall bei der Marine, wo eine McKinsey-Tochterfirma den Zuschlag bekam und dann die Mutterfirma und die IABG mit an Bord holte. Ja, oder bei der Taskforce Drehflügler. Da bekam die IABG 12 Millionen und heuerte noch zudem McKinsey an. Und eine Firma, die wiederum zu 50% McKinsey gehörte. Ohne Mama läuft halt nichts. Der Vorteil solcher Unteraufträge, weil dabei private Firmen Geschäfte untereinander machen, greift das Vergaberecht nicht. Die gewünschten Dienstleister lassen sich gezielt und diskret einschalten.
ganz ohne zeitraubende Ausschreibung. Ein McKinsey-Sprecher sagte, die Praxis, Unteraufträge zu vergeben, sei im öffentlichen Sektor üblich und vom Auftraggeber gewollt, um eine breite Expertise sicherzustellen. Zudem würden Unteraufträge grundsätzlich dem Auftraggeber bekannt gegeben und von diesem genehmigt. Also, nur dann? Der Einsatz externer Berater hat allein in von der Leyens Amtszeit einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Ein paar Millionchen dann auch an die IT-Beratungsfirma Accenture. Mit einem Berater von dort und seiner Familie machte Suder sogar zusammen Urlaub. Aber Suder sagt, sie habe mit der Auftragsvergabe nichts zu tun gehabt. Ach so, na dann. Aber ey, es ist doch schön, wenn sich alle gut verstehen. Es ist nur doof, dass das Verteidigungsministerium jetzt eben keine Privatfirma ist, ja? Die engen Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik, die waren damals schon bekannt. We are family! Verhältnisse wie bei den Wollnys, da ist man als Laie unsicher. Ist das noch ein Familienbetrieb mit Herz oder schon krimineller Clan? Also wie gesagt, deswegen sollte ja der Untersuchungsausschuss Licht in die geschwärzten Akten bringen. Auch Suder muss vor diesem Untersuchungsausschuss aussagen, kann sich aber an nichts erinnern. Sie ging damals, wie es heißt, freiwillig, wurde sogar noch mit einer Ehrenzeremonie verabschiedet. Ursula von der Leyen hatte keine Probleme mit ihrer Erinnerung. Sie hatte ein Problem mit ihrem Handy. Diese verflixte Technik aber auch. Der Untersuchungsausschuss, der wollte seit Sommer 2019 gerne die SMS-Kommunikation der Ministerin einsehen und teilte das auch mit. Er teilte mit, dass er die SMS-Nachrichten als Teil der Information betrachte, die unter die Beweisschlüsse fallen. Wäre doch schrecklich, wenn diesen Nachrichten was zustoßen würde, oder? Dem Untersuchungsausschuss das Handy zu geben, oh, das war nicht einfach, Leute. Das eine Handy, das lag im Ministerium unter Verschluss und dann brauchte man noch die Freigabe für den Freigabecode und, Moment, das eine? Genau, es kam heraus, dass es nicht nur ein Handy war, sondern zwei. Das zweite hatte sie bekommen, weil das erste vom sogenannten Kalender-Hack betroffen gewesen sei. Das wurde dann abgeholt und die Daten darauf natürlich fachmännisch gelöscht. Also soll sie dann halt ein zweites Handy bekommen. Aber das nutzte sie dann auch nach ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin. Monate zogen ins Land und dann stellte sich heraus, ups, ja, leider wurden im August alle Nachrichten gelöscht. Monate nachdem der Untersuchungsausschuss zu tagen begonnen hatte. Oh, das was? Wieso? Naja, Leute, das lag daran, dass sensible Protokolle, die die EU betroffen hätten, die mussten gelöscht werden. Logisch. So ist das Geheimhaltung, Bürokratie. Zurück zum Thema. Handfeste Beweise für Vetternwirtschaft, Korruption und etwas in der Art, ja, wurden schlicht und ergreifend nicht gefunden. Obwohl 41 Zeugen befragt und 4700 Akten zusammengebracht wurden. Die Ministerin habe kaum eine Entscheidungsvorlage zu den untersuchten Vorgängen selbst gezeichnet. Sämtliche fragwürdigen Entscheidungen seien den Staatssekretären vorzuwerfen, während von der Leyen von ihnen lediglich informiert worden sei. Ach, die Untergebenen sind mal wieder schuld. Ich habe den Joke gestrichen, den meine Redakteure über sich selbst geschrieben haben, weil einige von euch das nämlich immer missverstehen. Letztes Mal gab es da Kritik. Ja, können wir halt keine Witze mehr machen. Selber schuld. So, Grüne, FDP und Linke urteilen in ihrem Sondervotum, von der Leyen habe die Gesamtverantwortung für die Misere gehabt. Das faktische Komplettversagen des Bundesministeriums der Verteidigung im Umgang mit Beratung und Unterstützung sei nicht nur ein Problem der Arbeitsebene, sondern auch Dr. von der Leyen zuzurechnen. Und ich finde die Wortmeldung nach dem Untersuchungsausschuss, die sagen einiges aus. Nichtwissen entlässt nicht aus Verantwortung. Künftig müssen Beraterverträge rechtskonform vergeben, ihre Notwendigkeit genauer geprüft und Transparenz gegenüber dem Parlament hergestellt werden. Auch müsse sichergestellt werden, dass private Beziehungen zwischen Beratern und Ministeriumsmitarbeitern keine Rolle spielen. Es werde immer wieder externe Beratung geben, dann seien aber bestimmte Regeln einzuhalten, damit nicht Steuergeld verbrannt wird. Meine Berater sind jedenfalls klar der Meinung, dass wir nicht auf Berater verzichten können. Aber vielleicht brauchen wir für meine Berater noch Berater. Matthias Höhn von der Linken meinte, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen darf, wenn man Vertrauen der Bürger wiederherstellen will. Ihr merkt doch, von der Leyen hat keine Fehler gemacht, die juristische Konsequenzen hatten. Moralisch schwingt für mich aber immer dieser unverwechselbare Duft nach Vetternwirtschaft mit. Auch sonst war ihre Zeit als Verteidigungsministerin
nicht besonders erfolgreich. Das sagt nicht ich, sondern jemand mit Ahnung. Victoria vom Funkformat Die da oben. Die sind im Gegensatz zu mir in Berlin bestens verdrahtet. Ja, länger als 2 Tage am Stück ertrage ich diese Stadt einfach auch nicht. Und deswegen habe ich Victoria gebeten, mir mal von der Leyens Zeit als Verteidigungsministerin so ein bisschen einzuschätzen. Sagen wir es mal so, es war kompliziert. Zum einen war sie die erste Verteidigungsministerin überhaupt in einem ziemlich männerdominierten Feld. Zum anderen hatte sie im militärischen Bereich wenig Erfahrung. Und im Laufe ihrer Amtszeit hat sie die Bundeswehr und ihre Strukturen mehrfach kritisiert. Nachdem der Offizier Franco A. 2017 wegen der Vorbereitung eines Terroranschlags festgenommen wurde, hat von der Leyen der Bundeswehr unter anderem ein Haltungsproblem vorgeworfen, wofür sie sich später wieder entschuldigte. Ihre Erfolge als Verteidigungsministerin waren überschaubar. Ihre Mission war besonders, das Beschaffungswesen der Bundeswehr neu zu ordnen und fit zu machen. Diese Aufgabe war dann doch eine Nummer zu groß. Angela Merkel lobt sie im letzten Moment nach Brüssel weg. Auch wenn wohl nur wenige erwartet hatten, dass Ursula von der Leyen auch dort eine so steile Karriere hinlegen könnte. Aber wen das überrascht hat, der hatte sich vielleicht ein bisschen zu sehr von den schlechten Schlagzeilen täuschen lassen. Denn auf internationalem Parkett wurde von der Leyen offenbar ganz anders wahrgenommen. Denn man liest in der FAZ damals auch folgendes Fazit. Zitat: Von der Leyen hat zudem wichtige Akzente in der internationalen Sicherheitspolitik gesetzt. Sie hat viel für das derzeit schwierige transatlantische Verhältnis und die deutsch-französische Partnerschaft getan und die Sicherheitsbedürfnisse der östlichen Nachbarstaaten ebenso engagiert unterstützt, wie sie das Verhältnis zu den kleineren und größeren Bündnispartnern verbessert hat. Nicht zuletzt wegen dieses kontinuierlichen außen- und sicherheitspolitischen Engagements haben viele der 27 ausländischen Staats- und Regierungschefs sie als Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert. Ich hab's euch ja schon öfter mal gesagt, die Sicht auf die Dinge, die wir so haben als normale Menschen, die ist halt schon ein bisschen beschränkt. Und Leute, was soll ich sagen? Wenn man einmal kurz am Karriereende vorbeigeschrammt ist, so ganz knapp, dann sieht man die Welt mit ganz anderen Augen. Mit bestenfalls umstrittener Erfolgsbilanz in Deutschland tritt sie nun also an, die mächtigste Frau des Kontinents zu werden. Ausgerechnet sie. Und was in Brüssel passiert, das ist für uns normalerweise deutlich weniger greifbar. Das heißt aber nicht, dass der Maßstab nicht trotzdem umso größer ist. Und ich sag's mal so, erst jetzt geht es bei von der Leyen so richtig los. Im zweiten Teil dieses Videos, am Sonntag, beschäftigen wir uns mit Ursula von der Leyens Abenteuern in Brüssel. Und Leute, ne, macht euch mal keine Illusion. Egal, wie das Wahlergebnis am Sonntag ausgeht, sie wird höchstwahrscheinlich trotzdem an der Spitze bleiben. Bis dahin alles Gute. Teilt das Video mit Freund und Feind. Bis denne, Tschüssikowski.